Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie recht herzlich im Namen des Österreichischen Integrationsfonds zu unserer fünften und letzten Veranstaltung in diesem Jahr in unserer Reihe Gesellschaft im Wandel, was hält uns zusammen, begrüßen. Wir durften im Frühjahr damit beginnen und haben damals Professor Rüdiger Safranski, Philosoph und Literaturwissenschaftler bei uns gehabt, danach Gewaltforscher und Historiker Jörg Babarowski, im Herbst Professor Konrad Paul Lissmann, Philosoph, und Alice Schwarzer jetzt im November. Und es freut uns ganz besonders, heute Professor Peter Sloterdijk, Philosoph, Kulturwissenschaft und Buchautor, bei uns begrüßen zu dürfen. Er ist wohl der größte lebende deutschsprachige Philosoph im deutschsprachigen Raum, mit einem riesigen Werk zur Religion und Gesellschaft, zu Europa, aber auch gerade auch Bezugnahmen zur Situation der Herausforderung der Migration. Er moderierte 10 Jahre lang das philosophische Quartett im zweiten deutschen Fernsehen und wurde in diesem Jahr 70 Jahre alt. Anlässlich eines gestern stattgefundenen Symposiums der Karl-Friedrich-von-Weizsäcker-Stiftung zum Thema Europa und der Islam konnten wir die Gelegenheit nutzen, und er hat sich bereit erklärt, auch heute Abend uns hier für ein Gespräch zur Verfügung stehen. 1982 erschien sein Buch Kritik der zynischen Vernunft, das laut meinen Informationen mit über 150.000 verkauften Exemplaren das meistverkaufteste Philosophiebuch der letzten Jahrzehnte ist. Und in einem Interview unlängst mit der Süddeutschen Zeitung sagte er dazu: Je erfolgreicher dieses Buch wurde, desto mehr nahm die Feindseligkeit der Kollegen zu. Damals begann für mich die Arbeit des öffentlichen Intellektuellen, sich durch die Gegner nicht versehren zu lassen. Professor Sloterdijk, es ist uns eine große Ehre, Sie heute Abend hier begrüßen zu dürfen. Bedanken möchte ich mich insbesondere auch bei Michael Fleischhacker, langjähriger Chefredakteur der Tageszeitung Der Presse, seit 2014 Leiter des Talk im Hangar 7, jeden Donnerstag und nahezu jeden Donnerstagabend zu heißen gesellschaftspolitischen Themen. Seit diesem Jahr auch Geschäftsführer der Quo Vadis Veritas GmbH, die unlängst auch die Addendum-Recherche-Plattform vorgestellt hat, wo, glaube ich, noch viele gespannt sind, wohin diese Reise gehen wird. Vielen Dank, Herr Fleischhacker, dass Sie heute das Gespräch moderieren. Gerne. Ich wünsche uns einen spannenden Abend und darf noch hinweisen, danach gibt es noch die Möglichkeit auf ein Glas Wein und einen kleinen Imbiss. Danke fürs Kommen. Ja, auch einen schönen Abend. Willkommen, Peter Sloterdijk. Wir könnten ja vielleicht beginnen mit einer der wichtigsten Aufgaben der Philosophie, und das ist ja wahrscheinlich die Diskriminierung, nicht? Im Sinn des Unterscheidens. Das ist wahr, das kann man in der Tat so sehen. Die Philosophen haben sich in dem Ökosystem des athenischen Stadtgespräches beliebt und unbeliebt gemacht, indem sie Unterscheidungen eingeführt haben, die der bis dahin herrschende Menschenverstand nicht gutieren konnte. Und man hat vielleicht ist es jetzt ja wieder so. Es ist nicht wieder so, es hat ja nie aufgehört. Also es ist doch immer so. Es ist eher im Sinne des noch immer. Das hat damit zu tun, dass Philosophie ein Teilphänomen dessen ist, was man Hochkultur nennt. Und Hochkultur ist eine Art und Weise, Menschen unter Stress zu setzen und sie sozusagen zu einer Art von Liebe zur Selbstüberforderung zu erziehen. Ja. Anders gesagt, die Philosophie übersetzt ein Phänomen, das in Griechenland bereits relativ weit verbreitet war, nämlich den Athletismus, in den Bereich des Logos oder des Gesprächs. Die Griechen haben etwas erfunden, was um 1900 in Europa wiederentdeckt worden ist, nämlich den sogenannten Sport. Genauer gesagt, den Sport in der Gestalt des Athletismus. Ja. Das Athlon war bei den Griechen
das Preisgeld. Er wurde in der Regel in der Gestalt von Silberpokalen, von metallischen Wertgegenständen, im Falle des Dichterwettbewerbes auch in der Form eines lebenden Bockes dargestellt. Der Bock heißt auf Griechisch Tragos. Deswegen nennen wir bis auf den heutigen Tag die Theaterstücke, die im Wettbewerb gewinnen, Tragödien. Ja. Also es sind nicht wie Botho Strauß aufgrund einer kleinen Bildungslücke kein Boxgesang vermutet hat. Es geht nicht um Boxgesänge, sondern es geht um Gesänge um den Bock. Ja. Die Frage heißt, wer kriegt den Bock? Und daraus entsteht die Tragödie. Ich habe den Eindruck, dass wir einen Poltergeist hier im... Ja, ich glaube, der sitzt in Ihrem Pullover, der Poltergeist. Ach so, der sitzt im Pullover, ja. Gut, dann werde ich versuchen, in eine andere Richtung zu reden. Und, aber vielleicht bleiben wir bei dem... Also Sie haben ja gesagt, was die... Die griechischen Philosophen haben sich in einer Kultur, die es mit Unterscheidungen nicht so hatte oder die zumindest gewisse Unterscheidungen nicht so gern machte, unbeliebt gemacht, indem sie auf eine gewisse Weise bestanden auf gewissen Formen von Unterscheidung. Und diese Frage, ob es denn gut ist und ob es zulässig ist, ob wir wollen, gewisse Dinge zu unterscheiden, geht es ja auch heute eigentlich in sehr vielen dieser Debatten, die darum gehen, gibt es das... Was ist das Eigene, was ist das Fremde? Die Integrationsfrage ist eben letztendlich, fußt ja auch auf der Frage, ob und wie weit Unterscheidungen notwendig sind, günstig sind, akzeptiert sind und was man mit diesen Unterscheidungen dann eigentlich anfängt. Das ist zweifellos richtig. Man muss das zum Teil auch geopolitisch bzw. geografisch betrachten. Athen war eine Stadt, die nicht direkt am Meer lag, aber nahe an einem Hafen, an einer Hafenstadt am Piräus. Von dort her kamen ständig Importgeschichten in die Stadt. Denn Seeleute sind dafür berühmt, dass sie fantastische Dinge erzählen. Also vom Piräus her entsteht ein Druck auf die Stadt Athen, die Geschichten zu sortieren. Die Griechen hatten auch eigene Geschichten, Göttergeschichten, die bis in die Zeit Homers und Hesiods zurückverwiesen. Aber im Klima der athenischen Gesprächigkeit, im Klima der athenischen ersten städtischen Aufklärung, hielt diese alte Erzählkultur der neuen urbanen Ironie nicht mehr stand. Das heißt, in Athen entstand die erste Kultur einer kollektiven Skepsis. Ja, heute nennen wir das Demokratie. Und in dieser Atmosphäre der kollektiven Skepsis entstand die Notwendigkeit, Dinge zu entwickeln, die der Skepsis widerstehen. Die Philosophie war, wenn man so will, ein Angebot auf diesem Markt der skepsisresistenten neuen Meinungen. Ja, das heißt, deswegen, unter anderem deswegen hat Plato so stark mit der Mathematik kokettiert, mit der Geometrie, mit der Arithmetik, mit dem Versuch, sozusagen zeitlose Wesenheiten ins Gespräch zu bringen, die nicht wie das Seemannsgarn, das vom Piräus herkam, in der Gefahr standen, durch eine Gegenerzählung von einem anderen Schiff außer Kraft gesetzt zu werden. Ne? Obendrein. Also eine Art Erzählwettbewerb war das? Nein? Ein Erzählwettbewerb. Ich glaube, man tut gut daran, wenn man die Demokratie auch als einen, oder die ursprüngliche Demokratie als einen Erzählwettbewerb interpretiert. Was man allerdings nicht vergessen soll, dass die Athener
keine ursprüngliche Liebe zur Demokratie hatten, sondern die Athener, die athenische Stadtkultur war ein typisches, antikes, agroimperiales Gebilde, ein urbanes Zentrum, getragen von einem agrarischen Umland und von einem, wenn man so will, so eine Art Sozialkontrakt zwischen den Aristokraten in der Stadt und den Bauern auf dem Land. Und die militärischen Erfolge Athens bis zu diesem Zeitpunkt beruht im Wesentlichen darauf, dass die Aristokraten aus der homerischen, heroischen Tradition heraus die Kunst des Einzelgefechts, des Schwertkampfes praktiziert haben, während die Bauern dazu verwendet wurden, die Phalangen zu bilden. Das heißt also diese Kampfkörper, die mit Speeren und Schildern ausgerüstet waren. Beide Kampftechniken waren nicht geeignet, um dem sich abzeichnenden neuen Angriff des Persischen Reiches gegen Athen den richtigen Griff. Ja, vielleicht ist das besser. Ja. Ich würde anknüpfen, beide Kampftechniken, die für die Erfolgsgeschichte Athens eine bedeutende Rolle gespielt haben, waren nicht geeignet, um die neue Herausforderung zu interpretieren, vor denen Athen im 7. und 8. Jahrhundert, Jahrzehnt des 5. Jahrhunderts stand, nämlich die Perser rückten mit einer riesenhaften Flotte über das Mittelmeer gegen Griechenland vor. Themistokles, der damals für die athenische Politik die Entscheidung, wesentliche Entscheidung zu tragen hatte, beschloss, eine große panhellenische Flotte bauen zu lassen unter athenischer Führung. Dabei entstanden etwa 300 Triremen, von denen jede die Notwendigkeit mit sich brachte, 300 bis 400 Ruderer an Bord zu bringen. Das konnten aber weder die alten Aristokraten machen, noch die Bauern aus dem Umland. Die Demokratie entstand aus dem Deal, Rudern gegen das Wahlrecht. Ja. Man brauchte 14.000 Ruderer, um die athenische Flotte zu bemannen. Das ist der Ursprung der Demokratie. Das waren die Tagelöhner, die Handlanger, die Nichtsnutze der Stadt, soweit sie freie Männer waren, nicht im Sklavenstand sich aufgehalten haben. Woher bekommst du 14.000 Ruderer? Also bis auf den heutigen Tag ist diese Frage nicht angemessen beantwortet, weil um den Grundvorgang haben sich so viele Mythen gebildet, dass kein Mensch mehr eigentlich weiß, dass die Demokratie aus einer militärtechnischen Entscheidung folgte, die Themistokles getroffen hat, um diesen lebensbedrohlichen Angriff des Persischen Reiches gegen Griechenland beziehungsweise gegen den attischen Seebund abzuschlagen. Und dieses Recht, dieses Wahlrecht der einfachen Leute wurde nie mehr zurückgegeben. Andererseits ist es ein reines Märchen, wenn man behauptet, dass Athen oder Griechenland die Demokratie erfunden habe. Denn das war eine relativ kurze Episode, die hat, wenn es hochkommt, vielleicht 100 Jahre gedauert. Nach dem erfolgreichen Abwehrkampf gegen die persische Invasion erfolgte ein aus rein ideologischen Motiven und aus sozialpsychologischen Dramen gespeister 30-jähriger Krieg mit den Spartanern. Diesen 30-jährigen Krieg hat Athen verloren. Die spartanische Armee rückte in Athen ein, errichtete dort mit Hilfe von Strohmännern eine
so eine Marionettendiktatur. Innerhalb der Gruppe dieser Marionetten waren unglücklicherweise einige Sokrates-Schüler, woraufhin man Sokrates nach der Wiederherstellung der ursprünglichen Staatsverfassung anklagen konnte, die Jugend verdorben zu haben. Und den Rest der Geschichte kennt man. Ja. Also die Philosophie ist entstanden aus dem Untergang der Poliskultur. Sie ist selber eigentlich ein Dekadenzprodukt, denn die Philosophen haben in der Stadt ja dann auch keine Meinung mehr nach der Ermordung des Sokrates, nachdem man ihn gezwungen hatte, den Schierlingsbecher zu trinken. Gab es in Athen keine Grundlage mehr für diese Tätigkeit. Und die Philosophen haben dann das getan, was man bei Intellektuellen bis auf den heutigen Tag beobachtet. Sie sind nämlich irgendwie ein Stockwerk höher gezogen. In den Elfenbeinturm. Sie haben sich nicht mehr so sehr um die Fragen der Stadt gekümmert, sondern sie haben angefangen, Kosmologie zu betreiben, Mathematik, Ethik und so. Aristoteles hat eigentlich wie ein Botaniker Staatsformen gesammelt, ja? So wie Nabokov Schmetterlinge gefangen hat, so hat er Staatsformen gesammelt. Ja? Das war keine ernste Grundlegung einer politischen Wissenschaft, sondern es war eine Art und Weise, Zoologie zu betreiben. Was sind doch die Menschen für seltsame Tiere, Zoon Politikon, sagt er, also gesellig lebende Lebewesen, die sowohl in der Tyrannis als auch in der Demokratie, in der Oligokratie, in der Aristokratie und wenn es ganz gut geht, auch in der Monarchie leben können. Also. Darf ich auf das Erzählen oder auf den Erzählwettbewerb zurückkommen? Es steht ja im Titel, was hält die Gesellschaft oder was hält uns zusammen. Und das ist ja wenn man so will, ein Muster oder eine sehr gängige und auch wirkmächtige Erklärung, ist ja, dass das, was uns als Gesellschaft zusammenhält, ist so etwas wie eine gemeinsame Erzählung. Nicht? Das ist ja ein Wort, das oft gebraucht wird. Es braucht eine gemeinsame große Erzählung, um eine Gesellschaft zusammenzuhalten. Das gilt für die älteren Gesellschaften durchaus, für die modernen nicht, weil wir ja in einer sozusagen polymythischen Grundsituation leben. Es existieren zu viele Erzählungen nebeneinander, als dass man sich an einer gemeinsamen orientieren könnte. Aber es gibt den Wunsch, eine gemeinsame zu haben. Der ist ja eigentlich unausrottbar, nicht? Ja, man hat meistens die gemeinsamen Erzählungen dadurch konstruiert, dass man gemeinsame Feinde erfunden hat. Nicht? Und die ganze Menschheitsgeschichte ist ja eigentlich nichts anderes als ein Konglomerat von so interparanoiden Beziehungen. Nicht? Das heißt, man erfindet einen Feind, aus der Feindschaft zu diesem Feind kann man eine verbindliche Geschichte, gemeinschaftsstiftende Geschichte erzählen. Und aus dieser Geschichte heraus lässt sich dieser Effekt herleiten, den Michael Ende übrigens in seinem Buch Die unendliche Geschichte sehr schön dargestellt hat, dass man die Geschichte am Anfang erst nur liest und später merkt man, dass man selber mittendrin ist. Also, das heißt, dass so eine Art Austausch des Pronomens stattfindet. Am Anfang heißt es immer er oder sie und dann heißt es plötzlich du und am Ende heißt es ich. Ja? Und auf die Weise macht man Proselyten und auf die Weise macht man Staatsbürger. Auf diese Weise erzeugt man Leute, die bereit sind, für das Vaterland zu sterben und dies auch als süß und ehrenvoll zu empfinden. Das funktioniert heute nach meinem Dafürhalten, zumindest in der westlichen Welt, gar nicht mehr gut. Wir sind in einer Situation sozusagen polymythischer Motivation eingetreten und im Polymythos wird die Gesellschaft nicht durch Geschichten integriert, auch nicht durch Nachrichten. Das wären ja, wenn man so die Molekularformen von Erzählungen. Von Erzählungen, nicht wahr? Kein Mensch versteht, warum jemand irgendwie freiwillig abends ORF-Nachrichten sieht, ne, von 20 Uhr bis 20. Das kann man eigentlich niemandem erklären, außer indem man darauf hinweist, dass dies
die Situation sind, in der man Reste der alten mythischen Integration noch heraufzitiert. Ich habe deswegen auf diese Frage eine völlig andere Antwort. Ich sage, die modernen Gesellschaften werden integriert durch autogenen Stress. Das heißt, die Menschen machen sich selber den Stress, durch den sie zusammengehalten werden. Ja. Machen Sie sich den selber oder machen Sie sich den auch gegenseitig? Ja, den machen Sie sich vor allem selber und gegenseitig. Denn was nützt dir der schönste Stress, wenn du nicht jemand anderen auch mit ihm unter Druck setzen kannst? Ja. Ja, das Wort ist ja eigentlich nur, das Wort Stress ist ja eigentlich nur das englische Analogon für das, was man im Deutschen den Druck nennt. Also viele Gesellschaften modernen Stils so als ein psychohydraulisches Großsystem beschreiben, in dem Menschen sich gegenseitig vormachen, miteinander etwas zu tun zu haben, indem sie sich gegenseitig unter Druck setzen. Ja. Und das funktioniert? Das sagen Sie, aber ich... es war mehr eine Frage. Ich würde sagen, die Antwort der Geschichte ist fatalerweise ja. Es funktioniert nur zu gut. Ja, man kann Populationen von der Größenordnung, sagen wir mal der Bundesrepublik, die nach dem letzten Zensus 82,5 Millionen Menschen umfasste, darunter etwa 10 Millionen Ausländer und 18 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund. Das ist ein Unterschied, der im Augenblick in den Debatten eine große Rolle spielt. Wie kann man 82,5 Millionen Menschen davon überreden, miteinander etwas zu tun zu haben? Ja. Und wie macht man das? Wie macht man das? Sie als Journalist sind ja ein Profi für die Erzeugung. Wir sind Stresskünstler, klar. Ja, natürlich. Ich würde tatsächlich sagen, also es sollte niemand im Journalismus eine wichtige Rolle spielen können, der nicht ein paar Semester Stressologie vorzuweisen hat. Denn im Grunde geht es eben um die Kunst, so synchrone Erregungen hervorzurufen, in deren Milieu die Menschen die Illusion aufrechterhalten, sie hätten miteinander etwas zu tun. Und wenn diese Illusion platzt, kann das passieren? Ja, diese Arten von Illusionen sind ja selber realitätsstiftend. Das wissen wir jetzt eben durch Michael Ende und durch Homer und andere. Man wird Grieche, indem man die Ilias liest, und man wird Held, indem man eine unendliche Geschichte liest. Man wird Deutscher, indem man Bild liest, oder? Entschuldigung? Man wird Deutscher, indem man die Bild-Zeitung liest, oder ist das die Analogie? Ja, die Bild-Zeitung ist zu fragmentarisch. Es sind nur 5 Millionen Menschen, die sie lesen. Das reicht eigentlich für das Zurückmachen einer gesamten Population nicht ganz aus. Nicht so? Wir haben die polymythische Situation übergreift auch den Effekt, den die Bild-Zeitung hervorrufen kann. Und deswegen müsste man entweder alle anderen Medien gleichschalten. Ja? Oder man muss sich die stressorischen Themen untereinander arbeitsteilig zuschieben. Mhm. Und man kann aber eines in modernen Gesellschaften sehr gut beobachten. Solange eine Gesellschaft in relativer Entspannung existiert, bleibt die polymythische oder auch die polythematische Grundsituation da. Der eine redet über dieses, der andere redet über jenes und der dritte redet über etwas Drittes. Sobald etwas Ernsthaftes passiert, entsteht eine Art von Gleichschaltung, ohne dass da jemand die Regie führt, und es entsteht eine
monothematische Situation und das sind die Ernstfälle, an denen man erklären kann, wie in der Moderne, in diesen modernen Riesengesellschaften, die zum Teil mehrere hundert Menschen integrieren, wie in solchen großen Konglomeraten überhaupt so etwas wie ein Gemeinsinn entstehen kann. Ja. In der Regel ist es diese monothematische Gleichschaltung unter der Wirkung eines Stressreizes, der auch die polymythischen Organe, 100 Zeitungen, dazu zwingt, das Gleiche zu sagen. Eins dieser Stressereignisse, die heute noch relativ große Auswirkungen haben, war die sogenannte Flüchtlingskrise von 2015. Mhm. Das war natürlich eine stressorische Gleichschaltung. Alle haben seitdem durchgängig eigentlich dieses Thema, wenn man so will, mit einem Magnetismus versorgt, irgendwie diese Gleichrichtung oder Ausrichtung aller auf ein Thema relativ langfristig und lang anhaltend aufrechterhält. Ne? Ja. Aber Gleichrichtung bezieht sich ja nur darauf, dass sich alles an diesem Thema ausrichtet, aber die gemeinsame Erzählung, die ja immer noch in der Fantasie der Menschen als etwas Gemeinsames und als etwas, die Gesellschaft zusammenhaltendes vorhanden ist, hat sie ja eben nicht erzeugt, ganz im Gegenteil. Also auch in dieser Gleichrichtung spielt ja in ihrer Diktion das Polymythische nach wie vor die Hauptrolle. Das hat damit zu tun, dass die Aufnahme eines so massiven Flüchtlingsstroms in ein nationales Territorium kein Gegenstand ist, der sich zur Konsensusbildung eignet. Nicht? Also wenn die Türken vor Wien stehen, dann sind die meisten Wiener der Meinung, dass es besser ist, die Türken zurückzuschlagen. Nicht? Das ist zuletzt im Jahr des Herrn 1683 geschehen, unter anderem mit Hilfe einer Truppe von polnischer Reiterei, die den Hauptangriff am Kahlenberg damals angeführt haben, nicht wahr? Und die türkischen Truppen erfolgreich zurückgeschlagen haben und dafür gesorgt haben, dass Wien habsburgisch blieb und dass unsere Türkischkenntnisse seither nach wie vor zu wünschen übrig lassen. Nicht wahr? Wenn aber nun 1 Million Syrer an der Grenze zwischen Österreich und Deutschland stehen, dann entsteht keine solche Konsensusbildung in Bezug auf das, was man mit dieser Armee tut. Sie kommen auch eher nicht bewaffnet und nicht mit imperialen Absichten, sondern um ihre Lebenschancen zu retten, und die Europäer sind herausgefordert, über ihre eigenen Grundwerte sich zu verständigen. Nicht? In der damaligen Situation im September 2015 hat die deutsche Bundeskanzlerin in einer relativ einsamen Entscheidung die Öffnung der Grenzen verfügt, dass dies zu einem lang anhaltenden Dissens führen würde, musste ihr auch von vornherein klar sein. Worin genau besteht dieser Dissens? Der Dissens besteht darin, dass es sehr schwer ist zu glauben, dass 800.000 oder 900.000 oder eine Million Menschen mit einem homogenen, überzeugenden Fluchtgrund diese Grenze überschreiten, ob auf alle, die da kommen,
der Artikel 16a des deutschen Grundgesetzes anwendbar ist, wonach der Schutzsuchende politisches Asyl erhalten kann und darf. Nicht? Die Väter und Mütter des Grundgesetzes haben von uns, das 1949 verabschiedet worden war, haben diesen eigentlich rühmenswerten Artikel in einer völlig anderen historischen Situation verfasst, nämlich mit Blick darauf, dass es wahrscheinlich immer wieder mal einem Einzelnen gelingen werde, aus dem Machtbereich der Sowjetunion oder des damals sogenannten Ostblocks zu entweichen und solchen einzelnen Flüchtlingen, die sich ja zugleich auch dann zum Way of Life der westdeutschen Zivilisation und damit der ganzen westlichen Kultur bekennen, einer solchen Person die Türe offen zu halten, war unter den historischen Bedingungen von 1948, 1949 ein sehr sinnvoller Akt. Heute sieht die Sache ein wenig anders aus. Wir haben in Schwarzafrika heraufkommende völkermörderische Konflikte im Horizont. Nicht? Die Geburtenraten in Schwarzafrika liegen nach wie vor zwischen 5 und 7 Kindern pro Frau. Der Kriegsfaktor in diesen Kulturen ist sehr hoch. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass es zwischen den Jugendlichen dieser biopolitisch überproduktiven Regionen zu Kriegen kommt, ist sehr hoch. Sobald die aufeinander schießen, würde der Ernstfall des Artikels 16a eintreten und Hunderte von Millionen von Flüchtlingen dürften, nach den deutschen Standards zumindest, die Grenzen überschreiten. Ich glaube, dass schon im September 1915 eine Art Vorahnung solcher Probleme 2015. In der Luft lag. Und es gab ja auch eine entsprechende Publizistik, die auf diese Problemlage aufmerksam gemacht hat. Das heißt, es gibt einen politischen Vorwurf, der Frau Merkel gemacht wurde, ja nicht auch von Ihnen eigentlich, aber nicht nur von Ihnen, dass Sie eigentlich in dieser einsamen Entscheidung im Herbst, also Spätsommer, Herbst 2015, nicht weit genug geblickt hat und sehenden Auges eine Entscheidung getroffen hat, von der sie wissen konnte oder hätte wissen müssen, dass sie zu erheblichen Problemen kommt, unter anderem weil, und Sie haben das ja erwähnt, im Unterschied zu dem, was die Genfer Flüchtlingskonvention und den sozusagen im Grundgesetz Artikel 16a abgebildeten Grundsatz des Rechts auf Asyl, das ja eigentlich nur im Grundgesetz ist und nicht in der Konvention selbst, dass das, was damals klar war, und Sie haben es schon erwähnt, dass nämlich die wenigen Einzelfälle, die kommen und die auch auf Einzelfallbasis geprüft werden, jedenfalls mit dem Wunsch kommen, sich, wenn man so will, zu integrieren in diese westdeutsche oder überhaupt westliche Kultur. Und dass man hätte sehen müssen, dass viele von dieser Million, die im Herbst 2015 kam, eben das nicht wollen. Aber woher können wir das eigentlich wissen, dass sie das nicht wollen? Wir wissen es in der Tat nicht, aber wir wissen eines, dass viele von den Einwanderern, weil sie ja zum großen Teil als Erwachsene kommen, oder als fast Erwachsene kommen, bereits die prägenden Jahre ihres Lebens in einer Zivilisation zugebracht haben, deren sozusagen, Grundorientierungen mit denen unserer Weltregion nicht ohne weiteres kompatibel sind. Würden wir nur syrische Kinder aufnehmen,
oder afghanische Kinder und so weiter, würden wir diese ihren Familien entfremden und sie auf die Weise zu Europäern erziehen, sähe die Sache ganz anders aus. Aber die kommen sozusagen als fertige Muster nicht kompatibler Individualitäten. Wir bereisen ins Land und wir haben in Europa nicht die Situation, wie sie um 1900 in den USA einmal dargestellt worden ist. Es gab ein berühmtes Theaterstück, wo der amerikanische Präsident gemeinsam mit einem Freund auf einen der ersten Wolkenkratzer von New York hinaufgestiegen ist, und sie schauen da hinunter und sehen diese von Lichtern flackernde Stadt, und einer von den beiden prägt dann in dieser Situation diese berühmte Metapher vom Melting Pot, der Schmelztiegel. Ja, das heißt, die Leute, die kommen, werden in den Schmelztiegel geworfen, dann lösen sie sich auf, teilweise zumindest, und nehmen dann die Eigenschaften der Umgebung an. Also das ist die Idee, es ist eine hochmagische, pädagogisch-magische Idee, dass ein Mensch eigentlich wie ein Brühwürfel in einer neuen Kultur sozusagen umformatiert oder umgestimmt werden kann. Das trifft auch für einen ganz großen Teil derer, die jetzt als erwachsene Flüchtlinge bei uns eingetroffen sind, nicht wirklich zu. Die einzige Gruppe, die man da ausnehmen kann, das sind vielleicht die 16- bis 20-jährigen Afghanen oder einige andere. Wenn man die in einer geeigneten Weise, in einer intensiven pädagogischen Auffangsituation neu aufnehmen würde und an ihnen so etwas wie sekundäre Erziehung noch zur Anwendung bringen könnte, dann hätte man eine Chance. Aber man kann nicht mit Leuten, die sozusagen als fertige Orientalen, als fertige Antisemiten, als fertige Feinde des westlichen Way of Life hier an die Tür klopfen, eine solche Umerziehung wagen. Deswegen ist es klug, die Aufenthaltserlaubnisse, die man für diese Personen erstellt, so zu befristen, wie es bisher ja auch üblich war. Aufenthaltstitel waren in der Tradition der Bundesrepublik immer auch mit einer Rückkehrpflicht verbunden, unter der Bedingung, dass die Rückkehrbedingungen in den Herkunftsländern es zulassen. Was überwiegend derzeit nicht der Fall ist. Ne? Tragischerweise scheinen die Verhältnisse in den Herkunftsländern eher weiter zu degenerieren. Ja. Aber das heißt, dass diese Befristetheit de facto in eine Unbefristetheit übergeht, und selbst wenn man die Annahme hätte, das weiß ich nicht, demnächst in Syrien dieser Krieg militärisch beendet ist, wofür es Anzeichen gibt, oder dass Afghanistan als Staat wieder zur Gänze funktionstüchtig wird, wir ja darüber reden, dass hier Menschen sind, von denen Sie sagen, die sind nicht kompatibel, das ist Ihr Ausdruck, jedenfalls etliche Jahre in unseren Gesellschaften leben. Und die Frage ist jetzt, die in diesen politischen Diskussionen gestellt wird, ist es möglich und unter welchen Bedingungen ist es möglich, das zu leisten, wechselseitig, was wir nun mal unter Integration verstehen? Was ist eigentlich Integration in Ihrer Begriffsunterscheidung? Was ist Integration? Na gut, das ist ein Verlegenheitsbegriff, der geprägt worden ist, um das Problem zu umschreiben, von dem wir hier sprechen, nämlich dass Menschen mit sehr hohen sozusagen Sozialisationsdifferenzen umständehalber
in die Situation räumlicher und politischer Nachbarschaft versetzt werden. Nicht? Das lateinische Wort Integrum bedeutet ja so viel wie Unverletztheit. Ja. Nicht? Integer vitae cederisque purus non eget Maurice Jaculis ne quarco. Einer dieser horazischen Sprüche. Derjenige, der unverletzten Lebenswandels ist, ja, integer vitae und frei von Verbrechen, der bedarf weder der maurischen Speere noch des Bogens. Das heißt, das ist die Idee, sozusagen unbewaffnet Ganzheit darstellen können. Das ist übrigens die, auch die Grundidee des römischen Rechts, ja, dass die ganze Welt eigentlich nur aus unverletzten Ganzheiten besteht. Das nennt man auf römisch res, Sachen. Eine Sache ist eine unverletzte Integrität, zum Beispiel ein Haus, dessen Frieden nicht verletzt worden ist. Und die zweite Kategorie in der Rechtswissenschaft heißt dann die injuria, die Verletzungen. Also das ganze Recht ist, wenn Sie so wollen, eine Art von moralischer Medizin. Wir haben gesunde, unverletzte Körper, und zwar Sozialkörper als Tatbestände unbeschädigten Zusammenlebens. Und wir haben auf der anderen Seite die Missetaten, ja, gegen die das Recht einschreitet. Und das Recht ist als Ganzes nichts anderes als eine einzige große Maßnahme dafür, die nach Möglichkeit die Unverletztheit der Ausgangsbedingungen wiederherzustellen. Das ist übrigens die Grundstruktur aller großen europäischen Erzählungen. Ja. Alle Märchen fangen so an und alle Märchen hören so auf und die großen Romane ebenso. Nicht? Es war einmal ein Haus, der weiße Rauch stieg aus dem Kamin, darin lebte eine glückliche Familie. Dann kam eines Tages eine Truppe von Reitern mit wehenden roten Haaren und Schwertern. Ja. Das ist der Einschnitt in den unverletzten Bestand der Welt. Ja. Und dann gibt es das Drama. Und wenn alles gut geht, steigt irgendwann am Ende der Rauch wieder aus dem Kamin. Und es sind wieder alle beisammen, um eine Erfahrung reicher. Und alles wird gut. Aber es wird wieder alles gut. Ja. Also so. Solche Geschichten wollen wir hören. Wir möchten, dass diese Vorstellung von der Unverletztheit der Ausgangsbedingungen auch durch die Erzählung bedient wird. Deswegen haben die Erzählungen meistens ja auch so eine verwirrende oder verirrende Implikation. Indem sie nämlich suggerieren, es sei am Anfang alles gut gewesen. Ja. Und die Aufklärung besteht meistens darin, zu sagen, es war auch schon am Anfang nicht in Ordnung. Ja. Und dieser weiße Rauch bedeutete im Grunde gar nichts Gutes, weil man da, was weiß ich, gerade den Nachbarn, den man umgebracht hat, der durch den Kamin schickt oder sowas. Also, aber jetzt könnte man ja, Das wäre sozusagen die Umordnung der klassischen Erzählordnung. Jetzt ist es ja aber so, dass das, was Sie sagen über Integration und in dem Sinn Integrität, dass es eine Art unverletztes, ein unverletztes Miteinander gibt, könnte man ja sagen, es gibt zwei Blicke auf Integration. Der eine, und da steht im Hintergrund dann so dieser Begriff der Assimilation ja immer, ist einer, der sagt,
Was dazu kommt, wird Teil des Ganzen. Voraussetzung dafür ist, dass man nicht diese Märchenerzählweise sich vorstellt, die einen sagen, intendiert feindlichen Angriff von außen sagen, auch ins Zentrum der Erzählung stellt und könnte sagen, es gibt die Vorstellung, dass die, die da kommen, eben keine Angreifer sind, sondern Schutzsuchende und es möglich ist und auch in ihrem Interesse liegt, Teil sozusagen dieses unverletzten Hauses zu werden und wieder am Ende den, gemeinsam den weißen Rauch aufsteigen zu lassen. Und diese Erzählung, die glaubt kaum jemand, das ist das Problem, nicht? Ja. Es ist ja wünschenswert, dass so die soziale Fluktuation im Gang gehalten wird. Wenn man zurückblättert in die Bevölkerungsdynamik der Bundesrepublik von den 60er Jahren an, da sieht man ja, dass jedes Jahr ungefähr so eine Fluktuation in der Größenordnung zwischen 400.000 und 500.000 Personen stattgefunden hat. Es gab Zuzüge, es gab Abwanderung, es gab im langfristigen Schnitt eine Bevölkerungsvermehrung. Wobei natürlich nicht nur die sogenannte Wiedervereinigung mit ihrem plötzlichen Zuwachs von 16 Millionen zusätzlichen Neudeutschen zu Buche schlug, sondern es gab auch eine stetige Progression, einen Überhang auf der Zuwanderungsseite gegenüber der Abwanderung. Ja. Übrigens haben wir auch eine starke biologische Abwanderung in Deutschland. Ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen imstande ist, die Zahl 925.200 spontan zu interpretieren. Ich weiß, es ist unfair, solche Fragen zu stellen. Es ist fast so unfair, wie wenn ich von Ihnen verlangen würde, Sie sollen die Namen der Rheintöchter oder die Namen der Walküren aufzählen. Das können selbst geschworene Wagnerianer in der Regel nicht. Aber die Zahl 925.200, das ist die Zahl der Menschen, die im Jahr 2016 in Deutschland gestorben sind. Ja. Das heißt, bei einer Population von 82 Millionen Personen gibt es sozusagen eine Art Naturauswanderung in einer, möchte man fast sagen, holocaustischen Größenordnung. Ja. Wir hatten vielleicht 20 Terroropfer, nicht wahr? Übrigens weltweit 6 oder 7 Opfer von Haiangriffen. Ja. Deswegen auch der durchschnittliche Österreicher davon überzeugt ist, dass der Hai das gefährlichste Tier der Welt sei. Aber lassen Sie wieder zurückkommen auf diese Integrationsidee. Weil es kommen ja ganz wenige Haie jetzt, ja, nicht? Ja, wir haben wenige Haie, aber, ja. wir haben hier sehr viele Menschen, die dieses Haiproblem haben, beziehungsweise das Haiproblem ist selber nur ein Derivat der Tatsache, dass Menschen biologisch nicht imstande sind, eine Gefahr von einem Risiko zu unterscheiden. Und das ist eigentlich der Schlüssel zu der ganzen Überfremdungs- und Wanderungsdebatte, ja. Weil wir konstitutionell, quasi biologisch, unfähig sind, eine Gefahr von einem Risiko zu unterscheiden, übersetzen wir Risiken in die Sprache der Gefahr. Das ist ein Reflex, der bei den Angehörigen von Homo sapiens offenbar sehr, sehr tief verankert ist. Wir haben mit den... Also vielleicht doch auch eine Sicherheitsvorkehrung, nicht? Auf eine gewisse Weise. Auf jeden Fall, denn Menschen sind Wesen, die im offenen Leben, wie Max Scheler durch seinen Begriff der Weltoffenheit zum Ausdruck bringt. Weltoffenheit bedeutet aber, einen Ort besiedeln, der durch ein grundsätzliches Verletzungsrisiko charakterisiert ist. Und dieses Verletzungsrisiko wird aber organisch als anwesende Gefahr für Leib und Leben interpretiert. Und deswegen haben wir dieses große Stresssystem in unserem Körper
eingebaut. Das teilen wir mit den meisten mammiferischen Kreaturen ebenfalls, die ja auch Fluchtwesen sind. Es gibt im menschlichen Körper selber eine sehr tief verankerte eskapistische Dynamik. Bei anwesender Gefahr weg. Hm. Ja, das ist so, das ist unser High-Gen, so irgendwie Anti-High-Gen. Ich möchte zurückkommen. Wenn wir das irgendwie kurz fassen, und vielleicht würde ich jetzt versuchen, für das dritte Drittel unseres Gesprächs Sie sozusagen vom ersten Stock auf den Marktplatz der Polis zurückzubringen und sehr konkret zu werden. Wenn ich Sie richtig verstehe, dann ist Integration und das, was wir im politischen Diskurs unter Integration verstehen, eine Illusion, die man möglicherweise ersetzen sollte durch das Ziel einer Art friedlicher Koexistenz, der nicht, also als Nicht-Angriffs- und Nicht-Verletzungspakt. Man kann es an dem amerikanischen Beispiel ganz gut erklären. Dort würde der Begriff Integration eigentlich ganz wenig Sinn machen. Denn es genügt, sich als Amerikaner naturalisieren zu lassen, nicht wahr? Und mit der Hand auf dem Herzen sozusagen den Eid auf die amerikanische Verfassung und die Fahne zu leisten. Das ist genug. Nicht? So wie es ja auch im Islam normalerweise genug ist, die Schahada vorzutragen, das heißt also das Bekenntnis zu Allah und dem Propheten, und mehr wird nicht verlangt. Ja? Ob dann einer, sind wir zu anspruchsvoll, ob dann einer ein Türke ist oder ein Iraner oder ein Ägypter oder ein Saudi oder Angehöriger eines Wüstenstammes, dessen Namen wir noch nie gehört haben, das spielt dann eigentlich keine Rolle. Weil auch die Ansprüche an die Fähigkeit des Zusammenlebens meistens viel zu hoch angesetzt werden. Darf ich hier einhaken? Es ist ja in fast allen Integrationsdebatten und auch in politischen Forderungen im Bereich der Integration heißt es muss von den Zuwanderern verlangt werden, ein Mindestmaß an Übereinstimmung mit unseren Werten. Ne? Jetzt müsste man erstens fragen, was sind diese Werte, und zweitens fragen, ob es nicht eigentlich im Sinne dessen, was Sie gerade gesagt haben, warum muss jemand, der in diese Gesellschaft einwandert, ihr Teil werden will, zum Beispiel in Form einer Staatsbürgerschaft, unsere Werte teilen. Ich lebe in Österreich mit 8,5 Millionen Menschen zusammen, nicht Zugewanderten, sondern sogenannten autochthonen Österreichern, und mit sehr vielen von denen teile ich sehr wenige Werte, und es macht eigentlich nichts, solange wir uns alle an die geltenden Gesetze halten. Warum, woher kommt dieser Anspruch, dass jemand, der in dieser Gesellschaft auch leben will, mit allen Rechtsansprüchen und allen Pflichten, auch Werte teilen muss? Warum reicht es nicht, sich an die Gesetze zu halten? Die Frage spricht mir aus dem Herzen, denn ich halte von dieser ganzen Wertedebatte nicht sehr viel. Das Reden von den Werten ist ja im Laufe des 20. Jahrhunderts erst aufgekommen. Die ganze Philosophiegeschichte kennt den Begriff des Wertes nicht. Übrigens auch der Begriff der Verantwortung ist kein Begriff der historischen Philosophie, auch eine Erfindung des 20. Jahrhunderts. Und es dient immer dazu, andere Leute unter Stress zu setzen. So sind wir wieder bei dem Ausgangspunkt unserer Überlegung. Die Werte sind zu dem Zeitpunkt aufgekommen, als man sich nicht mehr getraut hat, von den Menschen Tugenden zu verlangen. Ja? Also die Tugend ist sozusagen ein Komplex, in dem ein Verhalten durch Verkörperung ins Leben gerufen wird. Und von den Werten redet man seit dem Zeitpunkt, wo man das Verhalten abspaltet und nur noch den semantischen Rest, ja, des Wertes zurückbehält, ob der nun verkörpert wird oder nicht. Danach wird dann nicht mehr so sehr gefragt. Ne? Also mir schien es gesünder, in gewissen Grenzen zu einer Tugendethik zurückzukehren, sozusagen, Werte sind so lange interessant, wie jemand da ist, der sie verkörpert. Aber wenn ich nur einen Politiker habe, der
in seinen Reden Werte einfordert, ohne dass ich sie an ihm selber sehen kann. Ja. Fühle ich mich an der Nase herumgeführt. Und das ist genau der Sinn der Wertdiskussion. Natürlich kommen da auch wunderbare, tugendhafte Menschen zu uns. Das muss man, so muss man das sehen. Das Leute, die in ihrer eigenen Kultur zentriert sind und die gemäß dieser Kultur sich verhalten. Und es wäre nacktes Unrecht, von denen zu verlangen, sozusagen auf unseren Wertebasar zu gehen und sich da irgendwas, ein neues Gewand zu kaufen, mit dem sie sich behängen. Das muss man natürlich in den einzelnen Bereichen sehr differenziert diskutieren. Es gibt zwischen der orientalischen Welt und der europäischen Kultur eine Differenz, die nicht ausgetragen worden ist, zwischen einer monogamen Tradition und einer polygamen Tradition. Das kriegen wir jetzt wieder. Die Europäer sind aber inzwischen selber auch in ihrer großen Mehrheit zu Monogamie-Zweiflern geworden. Also sie kommen dem... aber noch scheint vorherrschend zu sein, eine Art der konsekutiven Polygamie, nicht? Ja, aber sie kommen dem... sie kommen dem orientalischen Konzept von Erotik zumindest die Hälfte des Weges schon entgegen, indem sie wenigstens so etwas wie eine entweder simultane oder sukzessive Polygamie für eine ernsthaft zu erörternde Lebensmöglichkeit ansehen. Ansonsten finden Europäer nach wie vor nicht gut, dass von Mohammed erzählt wird, er habe ein sechsjähriges Mädchen zur Ehefrau genommen. Da scheiden sich die Geister und werden sich auch immer scheiden, weil ob nun ein Mädchen 6 Jahre ist oder 9 Jahre ist, bevor sie als Ehefrau verwendet wird, es bleibt immer noch ein Kind, nicht? Und da ist eine europäische Empfindlichkeit, über die wir nie hinwegkommen werden, weil bei uns eher die Sentimentalität zugunsten des Kindes eher im Wachsen begriffen ist als im Abnehmen. Nicht? Also wir werden an dieser Stelle vermutlich keinen Millimeter nachgeben. Und, vielleicht müsste man ergänzen, dass zur Zeit Mohammeds auch in den europäischen Wäldern nicht unsere heutigen Standards von Verehelichung geherrscht haben. Ja, es gab immer wüste Verhältnisse, nur hat man sie nicht in eine heilige Geschichte eingebaut, sondern man hat sie in der Regel in den Kriminalakten verzeichnet. Nicht? Das macht einen Unterschied aus, über den man so ohne weiteres nicht... Nein, möchte ich hier nicht. Darf ich Sie jetzt so fragen, als ob Sie ein Politiker wären? Sie haben angesprochen und relativ deutlich gemacht, dass Sie einen nicht geringen Teil der Zuwanderer der letzten Jahre in unsere westlichen Gesellschaften für in einem, wenn man so will, kulturellen Kontext nach wie vor lebend erachten, der mit unserem Kontext eigentlich nicht kompatibel ist. Was wäre die angemessene politische Reaktion auf diese Inkompatibilität? Ja, die angemessene politische Reaktion bestünde darin, sich an einer konstruktiven Syrien-Politik zu beteiligen, die seriöse Rückkehroptionen für eine nennenswerte Anzahl dieser Personen offen hält. Das heißt, man müsste wahrscheinlich auch die Haltung gegenüber Russland ändern, man müsste
die Haltung gegenüber den Nachbarländern Syriens verändern. Man darf nicht vergessen, dass das Gesamtpaket der syrischen Migration aus rund 10 Millionen Menschen besteht, von denen wir ungefähr 1 Million zu sehen bekommen haben. Etwa 4 Millionen sind in den unmittelbaren Nachbarländern, Libanon und Türkei, aufgefangen worden, zum Teil unter sehr problematischen Bedingungen. Und ein anderer Teil ist innerhalb des eigenen Landes auf der Flucht. Das ist der allergrößte Teil. Das heißt, kurz zusammengefasst, sagen Sie, die angemessene politische Form der Integration ist dafür zu sorgen, dass die Menschen, die gekommen sind, wieder zurückgehen? Wofür man sorgen muss, ist, dass diese allgemeine Degeneration des Nahen Ostens, der letzten Endes auch durch westliche Kriegsverbrechen motiviert war, ja, wieder in lebbare Verhältnisse zurückgeführt wird. Nicht? Der amerikanische Historiker Snyder, dem man das sehr bedeutende Buch Bloodlands verdankt, nicht? Der hat vor kurzem eine etwas düstere Diagnose über die Situation der südwesteuropäischen Flanke, und es sieht im Moment in seinen Augen so aus, als sei diese Bloodlands-Struktur um 1000 Kilometer weiter nach Süden verrutscht. Und Bloodlands zeichnet sich dadurch aus, dass in ihnen Menschen heranwachsen, die keinen Frieden mehr gekannt haben. Ja, das heißt, also, die leben ihre ganze Lebensspanne über in Zuständen moralischer Deregulierung. Jetzt, wenn das gelänge, also selbst unter der Voraussetzung, wenn das gelänge, was Sie sagen, dass die richtige Politik wäre, würde das relativ viel Zeit trotzdem in Anspruch nehmen. Und 1 Million Menschen, von denen wir gerade geredet haben, sind dann immer noch da. Ich kann das ja nicht ignorieren und sagen, das blende ich aus. Ich kümmere mich darum, dass die Situation sich im Nahen Osten beruhigt, sorge erstens dafür, dass nicht noch mehr kommen, und schaffe zweitens die Voraussetzung, dass eine nennenswerte Anzahl von denen, die jetzt hier sind, zurückgehen. Da vergehen jedenfalls Jahre. Ja, ja. Was passiert in diesen Jahren in unseren Gesellschaften? Also, es wird das passieren, was wir jetzt schon beobachten. Die Deutschen sind in dieser Angelegenheit aufs Ganze gesehen relativ belastbar. Sie profitieren davon, dass sie von ökonomischer Prosperität ausgehen dürfen, und zwar noch für relativ lange Zeit, weil das Gebiet, auf dem die Stärken der deutschen Wirtschaft liegen, werden für Jahrzehnte noch genau die Gebiete sein, auf welche die internationale Nachfrage zielt. Also von dieser Seite her, glaube ich, ist keine so große Beunruhigung zu fürchten. Arbeitsmarktkonkurrenz gibt es auf diesem Gebiet auch nicht, weil es nur sehr wenige hochqualifizierte Einwanderer geben wird. Insgesamt ist ja die Migrationsproblematik für Deutschland weniger dramatisch, als sie es in der allgemeinen Debatte dargestellt wird, weil der Ausländeranteil bei uns nicht so hoch ist wie in manchen anderen Ländern. Nicht wahr? Luxemburg hat einen Ausländeranteil von 47%. Die Schweiz liegt bei über 20. Weswegen man sie übrigens auch dann zu Unrecht kritisiert hat, als sie bestimmte Einschränkungen bei der Freizügigkeit vor einiger Zeit einführen wollten. Das sollen die übrigen europäischen Länder erst einmal das Schweizer Niveau erreichen, bevor man das kritisiert. Und dann kommt man zu einem sozialpsychologisch hochinteressanten Phänomen. Das Land mit dem niedersten
Ausländeranteil in ganz Europa, in Polen mit 0,4%, ist zugleich das Land mit der höchsten Xenophobiequote. Ja. Also wenn man sich diese Zahlenkonstellation mal ansieht, ja, dann begreift man eigentlich erst, dass es sowieso fast ein sozialpsychologisches Wunder ist, wenn in Frankreich, in Deutschland und in vielen anderen Ländern ständig solche Fluktuationen stattfinden können, ohne dass es zu größeren sozialen Verwerfungen kommt. Nicht? Wir haben in Deutschland 10 Millionen Ausländer, vermutlich 1 Million Illegale. Die Hälfte davon sind registriert, die andere Hälfte ist nicht einmal registriert. Es passiert eigentlich nicht sehr viel. Das heißt, Sie würden Frau Merkel zustimmen, wir schaffen das? Da bin ich mir nicht so sicher. Aber es würde heißen, es nicht zu schaffen. Wir schaffen das nur so lange, wie die Konjunktur es duldet. Frau Merkel hatte im September 2015 schon recht, weil sie stand vor der Entscheidung, entweder das Gespenst des hässlichen Deutschen auf der Weltbühne wiederkehren zu lassen, ja, indem sie die Grenzen dicht macht, ja, oder für einen illusorischen Augenblick Deutschland mit dem unverdienten Privileg sozusagen der moralischen Schönheit ausgestattet hat, das für ein paar Wochen dann gehalten hat. Alles andere, was sich seither abspielt, würde ich unter dem Begriff Normalisierung abhandeln, weil das Pendel war zu weit ausgeschlagen in der einen Richtung. Jetzt ziehen sich die Dinge zurecht. Die Zuwanderungswellen sind auch sehr, sehr stark zurückgegangen. Und Europa, das darf man nicht vergessen, hat ja mindestens dreimal nach dem Zweiten Weltkrieg große Wanderwellen verarbeitet. Ich will jetzt nicht von den Flüchtlingsbewegungen nach 1945 sprechen. Das war ja eine innerdeutsche Angelegenheit, bei der wir über 12 oder 14 Millionen Ostdeutsche in Westdeutschland absorbiert haben, ohne dass dabei es zu größeren Verwerfungen gekommen war. Wir hatten in den 50er, 60er Jahren die südeuropäische Wanderwelle, bei der die Italiener federführend waren. Von denen sind heute nur noch 500.000 übrig geblieben. Das waren damals über 2. Ja. Dann hatten wir die riesige Wanderungswelle, die während der Balkankrise entstanden ist, die auch fast 3 Millionen Menschen in Bewegung gesetzt hat und die im Großen und Ganzen von den westeuropäischen Ländern, Deutschland an erster Stelle, in einer relativ bewundernswerten Weise absorbiert worden waren. Da gibt es übrigens einen sehr hohen Rückkehreranteil heute. Ja, die sind fast alle wieder in ihre Herkunftsgebiete zurückgekehrt. Das könnte ermutigend wirken im Hinblick auf eine konstruktive Nahostpolitik. In dem Moment, wo es gelingt, den syrischen Staat zu konsolidieren, werden auch solche Verhältnisse sich neu einspielen. Die eigenen Probleme liegen in anderen Weltgegenden, nämlich die liegen in Schwarzafrika und sie liegen in Afghanistan, also in den Gegenden, wo diese explosive Verbindung von sozusagen Bürgerkrieg, sozialer Aussichtslosigkeit und diese Überdetermination der Fluchtmotive gegeben ist. Mit diesen Bewegungen wird sich aber die nächste europäische Generation herumschlagen müssen. Ich glaube, die jetzt heute ungefähr in der Mitte ihres Lebens stehen, werden noch gute Jahrzehnte vor sich sehen. Was sich auch feststellen lässt, ist, dass diese Migrationsbewegung ab 2015 zu einer Debatte geführt hat über die Frage,
ob so etwas wie Identitätspolitik wieder angezeigt wäre, nicht? Also die Idee der Integration oder, wenn man so will, einer wertebasierten Integration von Zuwanderern, die man prima facie für inkompatibel halten würde, an die schließt ja an die Idee, so etwas wie Homogenität in einer Gesellschaft zu denken und im nächsten Schritt auch Identitätspolitik wieder zu beleben. Sehen Sie das? Nein, das wird im Leben nicht funktionieren. Wir haben ja noch in den 40er Jahren hat noch ein damals bedeutender Literaturwissenschaftler die deutsche Literaturgeschichte nach Stämmen aufgegliedert, ne? Und hat danach gefragt, ob ein Schriftsteller aus Sachsen kommt oder aus Bayern oder aus Norddeutschland. Und hat damit aber eigentlich einen interessanten Nerv getroffen, nämlich, dass er darauf hingewiesen hat, dass selbst die sogenannten Deutschen das Merkmal der Homogenität vermissen lassen. Ja, vermissen lassen, beziehungsweise erst gar nicht hervorbringen können. Nicht? Und soweit meine Erfahrungen mit den österreichischen Provinzen reichen, würde ich sagen, es wäre ein großes Kunststück, wenn man einen allgemeinen Österreicher irgendwo herstellen könnte. Denn auch hier ist das Gesetz der Lokalität, der Regionalität, der atmosphärischen Prägung des Milieus ist sehr mächtig. Also der Österreicher ist ja ohnehin nur ein Deutscher, der gern Schweizer wäre, insofern ist das eher, ja. Also, ja, das kann man gut sehen. Aber diese identitären Konzepte, die sind in meinen Augen eigentlich eher Verirrungen des Surrealismus auf das Gebiet der Politik. Der Politik, ja. Das heißt, man möchte die Menschen, eigentlich ist es eine Schocktechnik, also in meinen Augen. Ja. Also so. Verschärfte Stresstechnik wäre dann eine Schocktechnik gewissermaßen. Ja, also ich würde auch, für mein Empfinden ist also so identitäres Auftreten, ja, eigentlich ein Derivat, das aus der Schockästhetik des 20. Jahrhunderts stammt. Ethnodadaismus oder so. Ich würde sagen, Ethnodadaismus. Ja, das ist ein sehr brauchbarer Begriff, ja, den ich Ihnen hier mit Ihrer Erlaubnis klaue. Ja. Vielleicht klauen wir noch kurz beim Publikum. Wir haben noch kurz Zeit und wenn es dringende Fragen gibt an Peter Sloterdijk, dann würde ich Sie bitten, das mit einem Handzeichen kundzutun. Warten Sie bitte auf das Mikrofon. Ich glaube, es gibt ein Saalmikrofon. Ich hoffe zumindest. Ja, also die Frage, was uns zusammenhält, haben Sie für mich eigentlich sehr klar dargestellt. Jetzt gibt es für mich aber die Frage, gibt es eine andere Möglichkeit, die man anstreben könnte und die auch den Zusammenhalt garantierte? Die Frage ist, wen meinen Sie, wenn Sie uns sagen? Wenn Sie von der halb natürlichen, halb kulturell bedingten Gesellungsform der Familie ausgehen, dann bedeutet das Wort uns etwas anderes, als wenn Sie von der Population eines Nationalstaates reden, nicht wahr? Wodurch Familien zusammengehalten werden, das weiß man im Großen und Ganzen nicht. Martin Walser hat einmal in einem Roman aus den 80er Jahren einen schönen Satz geschrieben, sagt, eine Familie ist ein Elendsverband, so etwas verlässt man nicht. So wie man auch die Ehe ja definieren konnte, sozusagen, als ein Zusammenhalt zwischen Menschen, die durch unzählige gegenseitige Beleidigungen unzertrennlich geworden sind. Da kommt man auf eine andere Spur. Meine theoretische Antwort war die, bei sozialen Großkörpern wird mit einem künstlich induzierten Stress gearbeitet, um die Menschen zusammenzuhalten. Das kann man ein bisschen elaborieren. Die beiden mächtigsten Stressmechanismen
die in Friedenszeiten eingesetzt werden können, ja, sind die dynastische Faszination, das heißt, sie produzieren ein Königshaus, laden dies mit charismatischen Eigenschaften auf und lassen sozusagen über ihren Köpfen das Licht des Pharaos leuchten. Das ist eine Technik, die seit 2000 vor Christus, also seit den alten Ägyptern bis Napoleon und zu den Kaiser Wilhelm und Co. Eingesetzt worden ist, um sozusagen faszinogenen Stress über eine zur Bewunderung verdammte Gesellschaft auszuüben. Das ist die eine Technik. Und die zweite Stresstechnik, die ist viel direkter und ist für unsere heutige Zeit nach wie vor leider die maßgebliche, das ist Phobokratie. Das heißt, man bringt den Menschen bei, dass sie immer Grund haben, sich zu fürchten vor diesem und vor jenem. Und auch in der Demokratie gibt es noch Phobokratie. Und mit diesen beiden großen Stresssystemen lassen sich auch sehr große Gesellschaftskörper integrieren. Man sieht es am Beispiel der Vereinigten Staaten von Amerika. Das sind 330 Millionen Menschen. Ja. Und die bilden sich allen Ernstes ein, sie seien durch so einen terroristischen Nadelstich, wie er am 11. September des Jahres 2001 ausgeübt worden ist, existenziell bedroht. Das ganze System läuft über autogener Phobokratie. Ja? Das heißt, ich bin Amerikaner, ich habe ein Recht darauf, mich als das meist bedrohte Wesen auf der Welt zu empfinden. In diese Richtung würde ein weiter ausgearbeiteter Diskurs zum Thema soziale Synthesis durch Stress führen. Dann habe ich Sie nicht verstanden. Möglicherweise gibt es dann hinterher noch die Möglichkeit, draußen bei einem Glas Wein ein Privatissimum zur Stresssynthetisierung durchzuführen. In der ersten Reihe war noch eine Frage. Wenn Sie mit dem Mikrofon, bitte. Sicherheitshalber. Genau. Ich hätte eine Frage. Wir haben darüber gesprochen, was wir unter Integration verstehen und die Reaktionen dieser Aufnahmegesellschaften. Ich frage mich immer wieder, ob eigentlich es auch nicht mit einem grundlegenden Mechanismus zu tun hat von Inkooperationsritualen. Das heißt, jede Gruppe, jede exklusive Gesellschaft, Gemeinschaft, die sich als solche versteht, hat eigentlich ganz spezifische Demütigungsrituale, die sie von Elite-Universitäten finden, bis über Derwischorden. Das heißt, dass jede neu aufzunehmende Gruppe erstmal über Demütigungsrituale, wo sich eher sozusagen am Boden kriechen müssen, gedemütigt werden, dann eigentlich die Distinktion sichtbar wird, dass es eine höhere Gruppe gibt und in der man sozusagen sich so langsam nach dem Vor- und in der Assimilation der Unterwerfung hineinfügt. Das sehe ich in Guerilla-Organisationen genauso, in Sorbonne, wie auch sozusagen in der österreichischen Seelenlandschaft. Ja. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr weittragende Beobachtung. Der soziale Zusammenhalt wird in den meisten Kulturen ja über die Teilnahme an Ritualen eingeübt. Das können Unterwerfungsrituale sein. Es sind auch sehr häufig Rituale, in der man ein gemeinsames Verbrechen begeht. In der Religion nennt man das Opferungen. Da bringt man gemeinsam ein Lebewesen um und ist dann gemeinsam schuldig. Und und eine Gruppe von Menschen, die gemeinsam schuldig sind, können Unschuldige, die von außen kommen,
eigentlich nicht gebrauchen. Ja. Das ist ein, also ein sozialpsychologisches Integrationshemmnis besonderer Art. Man sieht aber auch in, gerade an den Vereinigten Staaten von Amerika, dass die eben mit, wie soll ich sagen, mit so einer multineurotischen Situation auch leben können. Das heißt, also sie sind zwar alle an irgendetwas schuldig, aber nicht am, müssen nicht notwendiger am gleichen Verbrechen beteiligt gewesen sein. Umgekehrt, viele Gesellschaften werden durch viktimologische Mechanismen integriert. Nicht? Also erinnern Sie sich an diese unglaublichen Geschichten, die seinerzeit in den 80er Jahren in Serbien wieder erzählt worden sind. Nicht? Dass man heute deswegen so ist, wie man ist, weil auf der Schlacht auf dem Amselfeld ja, dem eigenen Volk ein großes Unrecht widerfahren ist, das wir heute 600 oder 700 Jahre später wieder gut gebrauchen können. Nicht? Es sind immer solche autoplastischen psychologischen Regungen im Spiel, um so große Gesellschaftskörper zu integrieren. Also der Basismechanismus ist in der Regel der, dass man eben den Familienbegriff durch Metaphorisierung so weit ausdehnt, dass auch eine Großgruppe mit ihm noch bezeichnet werden kann. Also das ist der psychologische Rohstoff, von dem man bei der Erzeugung sozialen Zusammenhangs auszugehen hat, ist in der Regel das Familiengefühl und durch Metaphorisierung und Dehnung wird der Familienbegriff bis an die Grenzen der Nation ausgedehnt und wenn man Teil einer universalistischen religiösen Gemeinschaft ist, dann kann man sogar einen Großteil der Menschheit zum Familienfest einladen. Wir hören es schon, aber es hören vielleicht nicht alle anderen. Bitte nehmen Sie trotzdem das Mikrofon. Sie haben von der großen Erzählung gesprochen. Ich habe 12 Jahre in Amerika gelebt und mir sind in dem Zusammenhang folgende Dinge eingefallen. Amerika wird zusammengehalten von einer Erzählung im Prinzip, die da heißt, ich vereinfache es jetzt, du kannst es schaffen, wir sind gegen jede Form des Etatismus, wir wollen möglichst unabhängig bleiben. Europa wird inzwischen von nichts mehr zusammengehalten, weil diese christliche Erzählung, die ist in der säkularisierten Gesellschaft im Großen und Ganzen nicht mehr vorhanden. Und jetzt kommt eine Gruppe zu uns, die sehr wohl eine gemeinsame Erzählung wieder hat, die auch noch dadurch zusammengehalten wird, mögen auch die Unterschiede in dieser Gruppe zum Teil relativ groß sein, vor allem die politischen, wie wir wissen. Das heißt, die Frage ist natürlich schon, ob da nicht ein Problem oder auch eine Ursache des Problems ist. Und der zweite Punkt, bin ich schon fertig. Sie meinen die Muslime? Na, den einen noch. Die, ja, ja, natürlich. Naja, man kann es ja auch ruhig sagen, das ist ja kein Problem. Es relativ wenig Italiener inzwischen und Schweden. Der zweite Punkt, ganz kurz, das Thema Angst. Was mich ein bisschen stört an dem Thema Angst sind zwei Sachen. Erstens mal ist das Thema eine Frage, ganz real, wo und in welchem Elfenbeinturm oder nicht man heute lebt, auch in Europa oder auch in Amerika. Es kommt ganz drauf an. Also Menschen, die sozusagen die Angst relativieren, haben unter Umständen die Schwierigkeit, dass sie die Angst auch nicht erfahren haben, denn die ist durchaus in vielen Bereichen auch real erfahrbar. Und Angst ist ein bisschen sowas wie das Klischee und das Vorurteil. Es gibt kein Klischee und kein Vorurteil, das nicht reale Begründung in sich hat. Sonst würde man es als Klischee und als Vorurteil nicht erkennen. Danke. Mhm. Ja. Vorurteil. Ich erzähle Ihnen eine Geschichte. Es gibt Vögel in Neuseeland,
die haben ein stammesgeschichtlich entwickeltes Pattern in ihrem genetischen Programm, das ihnen mitteilt, dass sie, wenn sie eine eingerollte Schlange irgendwo liegen sehen, auf einer Fensterbank oder sonst wo, die Flucht ergreifen. Jetzt gibt es aber in der Weltgegend, wo diese Vögel leben, überhaupt keine Schlangen. Ja. Was machen die jetzt mit ihrem Schlangenschema? Die fürchten sich jetzt vor Wäschekabeln. Das haben Biologen vor einiger Zeit ermittelt und haben dabei eine sehr interessante Theorie entwickelt, nämlich also, dass es auch in dem Bereich der Psyche so etwas gibt wie in der Fotografie positiv und negativ. Ja. Und dass der und was die Seele selber schon ausgestattet ist, sozusagen, mit einer Serie von Negativen, die ihre Erwartungen an die Begegnung mit dem Positiv im Realen in sich tragen. Ja. Was das Verhältnis von Gefahr und Risiko angeht, was ja eigentlich für die innere Angststeuerung von Bedeutung ist, muss man eben Folgendes feststellen. Deswegen habe ich vorhin von den Haien gesprochen. Ne? Im letzten Jahr sind vielleicht 7 oder 8 Menschen auf der Erde infolge von Haiangriffen gestorben. Aber deswegen halten viele Österreicher den Hai für das gefährlichste Tier der Welt. Sie möchten auch auf keinen Fall einem solchen begegnen. Es sind aber 2 Millionen Menschen an Moskitostichen gestorben. Also ein bisschen Thanatologie scheint mir zur Wiederherstellung des Realitätssinns auf breitester Front sehr sinnvoll. Und wenn Sie an meine 925.000 Toten denken, an die ich erinnert habe, das waren alles Landsleute von mir. Und es war nicht der Hai. Im vergangenen Jahr das Zeitliche gesegnet haben. Da sehen Sie, wo der eigentliche Terror liegt. Nicht? Das heißt, die Menschen sind mit der Sterblichkeit als solcher nicht fertig geworden. Und der Terrorismus ist eigentlich auch nur eine ungeschickte Art und Weise, zur Sterblichkeit Stellung zu nehmen, indem man sich selber umbringt und andere noch ein paar mitnimmt. Ja, das ist eine der primitivsten, aber effektivsten Arten und Weisen zu sagen, dass man versucht, mit diesem Urskandal des Daseins zurechtzukommen. Ich glaube, das ist ein Schlusswort im wahrsten Sinn des Wortes. Wir haben leicht überzogen. Ich hoffe, das wurde akzeptiert. Vielen Dank, Peter Sloterdijk. Es gibt, wie angekündigt, noch was zu essen und zu trinken von hier draußen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend, einen guten Nachhauseweg und passen Sie bitte auf mit Haien und Wäschekabeln.